Afghanistan ist das, was zur Zeit des Kalten Krieges Berlin war. Da sind Talibs, Pakistanis, Inder, Russen, Chinesen und dann ist da noch ISIS-K. Die findet selbst Al-Qaida zurückständig. Jeder, der meinen Mann kriegt, verschabelt ihn an den Höchstbietenden. So bedauerlich es ist, wir können uns nur von ihm trennen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Die haben wir, Chris. Kommen Sie. Sie wissen, dass Tutu SAS zurzeit im Land ist. Es jagt Al-Qaidas Nummer 2. Er hat recht. Die Briten fliegen erst in 30 Stunden zurück. Okay. Der Deputy Director wird mit dem MI6 reden. Sie werden sicher froh sein, Ihren Mann zurückzukriegen. Ich räume gerade auf. Sorry, Tommy. Aber das wird deine einzige Chance sein. Schon gut. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Wenn einer da rauskommen kann. Dann du. Der Exfiltrationspunkt. Ist eine alte CIA-Basis, die in der Provinz Kandahar liegt. Wir setzen eine C-130 ein, die unter einer Minute landet. Und wie weit sind Sie von Kandahar entfernt? Etwa 400 Meilen. Die Entfernung ist allerdings nicht das Schlimmste daran, sondern das, was dazwischen liegt. Worum geht's bei dem Job? Wir werden ihr ganzes Atomprogramm zerstören. Eilmeldung, der iranische Atomreaktor wurde von der CIA sabotiert. Sie wissen von uns. Wir rücken in 15 Minuten ab. Exfiltrationspunkt. Eine alte CIA-Basis in Kandahar. Ich will nur nach Hause. Ich werde dich begleiten. Die Entfernung ist nicht das Hauptproblem, sondern das Dazwischen. Sie jagen sogar meine Leute und verkaufen sie an den Meistbietenden. Niemand wird uns helfen. Wir müssen nach Kandahar.
Schnell, runter!